So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Es sieht doch schön aus für die Bienen, blühende Rapsfelder. Ja, schön wär's. Regen und Sturm. Ja, toll. Bisschen eine Katastrophe in diesem Jahr, oder Katrin? Und dabei hat es so gut angefangen. Wir haben noch gesagt, wenn es so bleibt. Aber es ist leider nicht so geblieben. Ja. Zwei oder drei Wochen jetzt Regen, kalt, ne? Wieder 12 Grad. Regen. Im Moment haben wir hier 9 Grad. Bei uns daheim haben wir sicherlich irgendwo 15, 16 Grad. Bei uns blüht der Raps. Und hier, ne, haben wir vielleicht 10 cm. Also eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ein ganz, ganz anderes Zeitfenster. Ja, nichtsdestotrotz, ihr habt es ja gesehen oder ihr seht es ja, wenn wir hier jetzt, Katrin, wir drehen uns, wenn wir uns jetzt hier so drehen, der Raps blüht noch immer. Ja. Zwar wahrscheinlich nicht mehr so arg lang, aber er blüht noch. Und ja, honigtechnisch, ja. Ja, so ja. Mittel. Ja. Ja. Auf einer Mittel. Skala von 1 bis 10 eher unter Mittel. Ja, so von schlecht bis nix ist so die Mittelstufe, gell? Ja, so sieht's aus, ja. Ich meine, ein Vorteil hat der Raps, ne? Man muss die Bienenvölker, die am Raps stehen, nicht füttern, aber mehr ist auch nicht aber so. Aber ne? Den Rest schon. Noch aufzuladen zweimal, aber ich bin von dem System überzeugt, für das Geld in dieser Geschwindigkeit voll. Sagt man doch, das Beste kommt zum Schluss. Zwei Völker auf der Tand, das sind aber meine. Schön, ne? Ja, wir sind auf der Schwäbischen Alb angekommen mit einer Fuhre Bienenvölker im Hintergrund. Man sieht es wahrscheinlich kaum, fängt gerade Raps an zu blühen. Der Himmel, der Wind, Vogelgezwitscher, Bienen summen, bisschen Sonne. Wir sind mal wieder auf der Alb, wir sind mal wieder beim Raps. Nächste Fuhre Bienen auf der Alb. Bei schönem Wetter, wieder ein ganz schön traumhafter Standort. Was man hier vielleicht kurz zu den Bienen sagen kann, es ist ja auch bei jedem Imker nicht alles Gold, was glänzt. Ich zeige euch mal geschwind ein bisschen so einen Überblick. Es sind sehr unhomogen für meine Verhältnisse. Ja. Also wir haben Bienenvölker dabei, die haben zwei Honigräume voll mit Bienen. Wir haben Bienenvölker ein Honigraum und wir haben zwei Bienenvölker in dieser Gruppe mit keinem Honigraum. Ja, warum ist das so? Das ist einfach diesem Frühjahr geschuldet. Ne? Das sind eigentlich alles gleiche Königinnen. Ursprünglich gleiche Königin, also gleiche Königin, gleich alt. Verschiedene Herkunft. Ja, also das kann ich euch verraten. Nein, ich verrate es euch nicht. Aber es sind ein paar zugekaufte Königinnen von einem Züchter, wo ich gedacht habe, das probiere ich mal aus. Und ja, das Fazit ist bisher eigentlich so, dass meine Königin eigentlich bisher deutlich besser sind. Aber wir schauen uns das noch ein Weilchen an
Und dann können wir da letztendlich irgendwann mal ein Fazit ziehen. Genau, warum sind die, also zum einen will ich den Unterschied der Königin sehen, deshalb habe ich die nicht so ausgeglichen noch. Ich bin mal wieder auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Wie ihr wisst, haben wir alle Bienenvölker im Moment, oder fast alle Bienenvölker oder ein Großteil der Bienenvölker hier auf der Alb. Hier blüht ja noch der Raps. Und so wie ihr gerade gesehen habt, ne, war das Wetter noch vor ja, 3 Minuten. Jetzt schaut er. Sieht man es vielleicht im Hintergrund, Sonnenschein. Also das Wetter scheint es heute gut mit uns zu meinen, nachdem wir jetzt ja auch ein paar Tage Regen und Gewitter hatten. Ja, bei richtig schwülem Wetter sind wir jetzt am Bienenstand angekommen. Ich zeige es euch jetzt gerade mal. Mit zugekaufter Königin. Na, sowas wollen wir schon mal gar nicht sehen. Ein Honigraum ohne Bienen. Ganz leer. Ah, Raucher ist auch noch nicht so ganz motiviert heute. Ja, das ist was wir nicht sehen wollen. Ja, wir haben jetzt hier 3 Waben Bienen besetzt. Das ist absolut nicht das. Wobei man auch sagen muss, die Bienenvölker sind jetzt hier nicht unbedingt zum Honigsammeln hergekommen, sondern vorzugsweise auch, dass sie nicht verhungern. Und hier haben wir jetzt im Prinzip, seht ihr das? Ja, hier haben wir im Prinzip Honig, wir haben Pollen, wir haben Drohnen. Also das sieht jetzt mal auf den ersten Blick ganz gut aus. Die sitzen auch ruhig. Schwören nicht auf, machen keine Geräusche, also ohne Brut gesehen zu haben, würde ich schon mal sagen, prinzipiell ganz gut, halt total schwach. Wir haben hier verdeckelte Brut, Maden. Das Brutnest geht uns hier runter bis hier sind Eier, ne? Auch hier, bis hier in die Ecke. Also prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ist natürlich zu schwach für diesen Stand der Jahreszeit. Sieht aber von der Größe des Brutnestes und der Volksgröße, muss man sagen, eigentlich jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Klar, könnte natürlich größer sein. Ist jetzt halt auch das Problem ein bisschen, dass wir die Ursache nicht genau wissen. Wir haben ein schwieriges Frühjahr gehabt. Es kann auch mal sein, dass die irgendwie einen kurzen Futterabriss, einen Futtermangel hatten, dadurch in Stocken gegangen sind. Aber prinzipiell sind das alles Völker. Hier läuft die Königin. Die sieht eigentlich auch schön aus. Ne? Also schön groß und so. Läuft schön ruhig. Ja, die ist mir gut gelungen. Keine Ahnung, waren alles Völker. Die habe ich im letzten Herbst eingewogen, ne, dass die gleich viel Bienen haben, um eben so diese Königin prinzipiell vergleichen zu können. Ist ein bisschen schwach, das Volk. Wie gesagt, ist eine Königin von mir. Eine blaue Königin. Ja, bauen wir zusammen wieder. Kein Honig. Vielleicht im nächsten Jahr. Ja. Ja. Brauchen wir uns mit Schwarmzellen und so gar nicht beschäftigen. Honigraum lasse ich auch drauf. Warum lasse ich den Honigraum drauf? Einfach, weil ich keine Lust habe, den jetzt in die Gegend rumzufahren. Und nein, die werden ja, diese Gruppe bleibt ja als Gruppe zusammen. Die wird noch eine andere Tracht erleben. Es wird Völker geben, die werden diesen Honigraum füllen. Dieses Volk wahrscheinlich nicht. Aber man weiß es nicht. Aber wie gesagt, es wird Völker geben, die diesen Honigraum noch brauchen. Und dann muss ich den nur umsetzen. Ich habe auch beschlossen, da beschäftige ich mich gar nicht mit Honigernte. Wir haben jetzt hier pro Volk vielleicht, wenn es gut geht, 3 bis 5 Kilo. Das lasse ich den, weil wir haben schon seit Tagen einfach Abnahmen. Das lasse ich denen, das brauchen die. Wir haben auch momentan keine Alternative, das muss ich ganz klar sagen dieses Jahr. Bei uns sind die Brombeeren noch nicht am Blühen.
Im Wald tut sich gar nichts auf den Wagen bei uns. Also insofern werden die das bisschen Honig, wo die gesammelt haben. Wir wollen ja nochmal zurückdenken an die 2-3 Tage, wo die den Raps optimal nutzen konnten. Das waren ja dann, wie gesagt, bei den guten Völkern zwischen 3 und 4 Kilo Tageszunahmen. Dann kam Regen wieder, Regen und Raps. Raps mag nassen Boden, sicherlich für die Nektarproduktion optimal, aber Raps mag keinen Regen in die Blüte. So zumindest meine Erfahrung. Und danach hat sich eigentlich dann nie wieder was. Da waren wir froh, wenn wir dann eine Nullsumme hatten nach dem Regen. Jetzt, ihr seht es hier im Hintergrund, ist alles grün, genau die Woche später, wie ich im letzten Video gesagt habe. Und deshalb bleibt der Honig in den Bienen. Die sollen den ruhig nutzen, sollen wachsen. Ich stehe jetzt hier direkt davor auf einem Platz, in dem wir in den Imkerkurs in der Regel Kaffee trinken, grillen. Und hinterm Gebäude, ihr seht es in den Luftaufnahmen, haben ja viele Bienenvölker stehen, sodass wir dann, dass ihr als Kursteilnehmer in Kleingruppen da gleich direkt an den Bienen arbeitet. Thank you.
Herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal seht ihr mich etwas verschwitzt, aber schon eigentlich fast am Ende vom Arbeitstag. Also wir haben es jetzt 8:30 Uhr. Ihr seht hier im Hintergrund auch Weinberge, aber ganz andere, nämlich wir sind die Edelkastanie. Wir haben die Bienenvölker, oder ich habe die Bienenvölker in Edelkastanie gefahren. Die fängt hier am Südhang gerade an zu blühen. Wir haben noch einen anderen Standort, da blüht sie noch nicht. Der ist ein bisschen weiter drinnen im Wald. Unheimlich warm. Ja, also heute Morgen durch Karlsruhe gefahren, schon 26 Grad. Ich hätte noch früher los wollen wegen den Bienen, aber irgendwann geht es nicht. Und jetzt ja, 30 Grad, die Bienen abgeladen, durchgeschwitzt. Ja, da möchte ich mich auch mal bei allen bedanken, die diese Edelkastanie-Sache für mich möglich machen. Also da ist sicherlich der Ralf als erstes zu nennen, der Chris und ja, noch zwei, drei andere Leute. Also vielen herzlichen Dank. Das ist ja immer so, als Imker meist immer auf Leute angewiesen, die Standplätze haben, die einem unterstützen, die einem zur Hand gehen, die man vielleicht auch mal anrufen kann, wenn im Gewitter die Blechdeckel runterfällt oder der Nachbar sich beschwert. Auf solche Leute ist man in der Imkerei eigentlich angewiesen, weil man ja im Gegensatz zu allen anderen landwirtschaftlichen Berufen oftmals außerhalb der Heimat, außerhalb des eigenen Ortes, in dem man ja jeden kennt, unterwegs ist. Und da bin ich ihm unheimlich dankbar. Ne? Im Raps ist es ja auch so. Auch da habe ich Unterstützung. Ohne die wäre das alles nicht machbar. Und es macht halt das Leben einfach viel leichter. Also das möchte ich hier mal ganz klar sagen. Also vielen Dank an alle, die uns irgendwie mit Standplätzen, mit Deckel auflegen, mit Nachbarn betreuen, unterstützen. Er ist ja zum Teil schon jahrelang dabei. Das ist ja hier eine ganz, für mich eine ganz schöne Welt, aber eine meiner unheimlich schön. Ja? Also diese kleinen Dörfer an jeder Ecke, ein Weingut, ein Weinverkauf, die engen Durchfahrten, die alten Häuser, auch die Menschen hier, muss man mal ganz klar sagen, sehr nett. Also ich habe hier jetzt in der Pfalz, klopfen mal auf Holz, noch keinen kennengelernt, der so krummelig war. Und ja. Auf der Suche nach Honig. Also ich weiß nicht, wann dieses Video genau online geht. Das muss ich dazu sagen. Aber wir haben es jetzt Mitte Juni. Wir sind immer noch ein bisschen auf der Suche nach Honig, nach Waldhonig vor allem, Sommerhonig. Ich habe es hier im Wald ein bisschen geschaut. Man sieht vereinzelt Ameisen, die Fichten rauflaufen. Es summt auch leicht. Vielleicht wird es was. Warten wir mal ab, beobachten wir mal die Waage. Der ein oder andere, der mir ja schon länger auf diesem Kanal folgt, übrigens, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert gerne, hat es ja mitbekommen, dass
die Veränderungen, die mit unserem Wald momentan passieren, also die Fichte, der Borkenkäfer, der Trockenstress, dass ich dazu den ein oder anderen Gedanken schon auch habe, schon auch vor allem in der Hinsicht, der Waldhonig ist ja bei uns in der Gegend oder in der Region einer der Mengenbringer und auch einer, der finanziell einen großen Teil zum Betriebsergebnis von einer Erwerbsimkerei beiträgt. Wenn der jetzt komplett ausfällt, sprich der Wald ändert sich, es gibt keine Fichten mehr, es gibt keine Tannen mehr, dann hat es natürlich auch eine große Auswirkung auf eine Erwerbsimkerei wie unsere. Und um ein bisschen dieser Frage nachzugehen, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich mich mit Achim, mit Förster Klaus unterhalten. Der Förster Klaus, der Achim, warum, wieso, erklärt er euch gleich, hat auch einen YouTube-Kanal, also schaut da gerne mal vorbei. Wirklich sehr interessante Filme zum Thema Wald. Man hört es von Kollegen aus dem Harz, aus dem Saarland, wie es einfach keinen Waldhonig mehr gibt, weil die Fichte verschwunden ist oder zum großen Teil verschwunden ist. Und da, ja, wen fragt man da besser zu so einem Thema wie ein Förster, ne? Ein Förster Klaus. Ja, das ist doch eine gute Gelegenheit, einfach da, ja, das, was ich so weiß, weiterzugeben. Also es ist tatsächlich so, dass die Fichte, ich erkläre es ja immer ganz gerne auf Englisch, heißt sie Norway Spruce. Norway, wer jetzt schon mal im Urlaub in Norwegen war und nicht das Glück hatte, jetzt gerade die 3 Wochen super Sommer zu kassieren, der weiß, wie das Wetter in Norwegen ist. Und das beschreibt auch ein bisschen die Heimat eigentlich der Fichte, nämlich kühlere, regenreiches Klima, also kühlere Sommer und kalte, sehr kalte Winter mit reichlich Niederschlag. Und dieses Klima hatte man bei uns annähernd noch vor 100 Jahren. Und die Fichte, muss man auch sagen, die ist eine sehr dankbare Baumart für die Förster, für alle Waldbesitzer, ja, weil sie sich anbauen, leicht pflegen und nachher auch leicht ernten und zuletzt auch für Sägewirt leicht verarbeiten. Also da ist viel Leichtes drin und das hat damals auch die Leute in der Holznot dazu gebracht, Fichte aktiv zu pflanzen. Die wäre sonst bei uns hier in den Höhenlager zwischen, ich sag mal, 200 und 500 Höhenmeter überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, die wurde vom Mensch eingebracht. Einfach weil sie gewachsen ist und weil es leicht zu machen war, ganz, ganz gut nachvollziehbar. Und jetzt durch Klimaveränderungen, durch mehr Klimaextreme, hat es die zunehmend schwerer. Bei uns in Süddeutschland hat ja da der berühmte Sturm oder Orkan Lothar zugeschlagen, 1999. Davor war es noch Wipke und hat ganz viele Fichten umgeschmissen, weil die nicht gut und tief wurzeln. Und jetzt aktuell wissen ja viele noch die Trockenjahre 2018 und 2019. Das ist ja das, was du ansprichst mit Harz und Westerwald und Siegerland, ja, ganz da oben. Ganz arg viele Borkenkäfer und Trockenschäden und Ausfall der Fichte. Lange Erklärung, kurzer Sinn, die Fichte wird bei uns in Deutschland deutlich abnehmen. Das heißt, wir werden uns nachher, gerade in Baden-Württemberg kommen wir von Zahlen von circa 50% Fichtenanteil, landesweit, Land Baden-Württemberg. Und das wird in der Zukunft so auf 15% ungefähr ausfallen. Das heißt, sie wird deutlich reduzieren, um die Hälfte geht sie retour. Ich finde, das sieht voll cool aus, ja. Mal gucken, wie die in einem Jahr aussehen. Ich zeige es euch mal kurz von der Nähe. Hallo. So. Ne? Also ich mache das ja dann ganz gerne immer so, dass ich dann einfach die Schieber und die Deckel in der Farbe vertausche. Ne? Dann habe ich halt ein buntes Sammelsorium.
Anfang ist immer das Schwierigste. Ja, jetzt sind wir beim Franz. Franz kenne ich, der hat mit mir auch den Meister gemacht. Wie war es denn eigentlich dieses Jahr? Ist da irgendwie aus der Reihe gefallen oder vom Begattungsergebnis? Oder kann man sagen, so im Durchschnitt war es eigentlich relativ normal? Ja, vom Ergebnis am Schluss waren wir eigentlich im normalen Bereich. Wir sind immer um die 80%, mal ein, zwei Prozent drunter, mal ein paar Prozent drüber. Wobei das nicht das Ausschlaggebende ist, weil es kommt auf die Füllbienen drauf, was in die Begattungskästen drin ist, wie alt das die Königin ist, die wo drin ist. Und das ist ausschlaggebend für den Begattungserfolg. Heuer war halt bei den meisten Züchtern so, dass die Königinnen im Frühjahr einfach nichts geworden sind. Und deswegen ist die Zucht eigentlich heuer mindestens zwei bis drei Wochen später erst losgegangen auf der Belegstelle. Ja. Also wir haben ganz normal offen gehabt. Ja. Aber die ersten zwei Mal sind fast keine Züchter gekommen, dafür beim dritten, vierten, fünften Mal. Ja. Sind halt die Züchterzahlen oder die Königinnenzahlen deutlich nach oben. Ja, das Jahr der Sonderheiten nimmt oder die Sonderheiten in diesem Jahr nehmen nicht ab. Wir haben ja schon wieder unheimlich lang warm, unheimlich lang trocken. Also aus meiner Sicht fehlt schon wieder bei uns in der Region unheimlich viel Wasser. Das Ende von dem Lied ist eigentlich schon wieder, dass die Bienen noch voll viel Nektar eingetragen haben. Das wollen wir eigentlich jetzt nicht, ne? Weil wir haben die Bienen ja zum Teil eingefüttert. Gut, wer einen Wetterbericht anschaut, der hat ein bisschen vorsichtig eingefüttert. Und wir haben Bienenkästen, da machst du den Deckel auf, da riechst du richtig Honig. Und ja, jetzt im Moment, also ihr seht, ich sitze immer noch, also ich bin wirklich noch nicht fit. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das macht. Alles Mögliche, ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Servus.